wingsuit jump warm-up, just like we talked about. The exit point's not far from here, so make your way over there. Da stapfen wir also durch den Schnee von Ubisofts neuestem Extremsportspiel. In einer Open World soll man sowohl Snowboarding, Ski und Paragliding und dazu noch Wingsuit erleben können. Letztes Wochenende fand die letzte Open-Beta-Phase statt. Ich denke nicht, dass es eine neue geben wird, weil am 2. Dezember das Spiel ja schon für alle Plattformen endgültig erscheint. Remember, you can throw your squirrel suit on anytime, anywhere. All you need is a spot that looks prime for a good jump. Aus der Open Beta gibt es dann auch positive und negative Aspekte zu berichten. Erstmal ist die Grundidee eines komplett Open World Extremsportspiels mit vier verschiedenen Möglichkeiten, je nachdem, was ihr gerade machen wollt, ja ganz spannend. Ihr könnt entweder ewig durch die Gegend laufen, ihr könnt euch einen höheren Punkt suchen und dann mit dem Wingsuit, wie hier gerade, durch die Gegend fliegen oder Paragliding machen, oder ihr schnappt euch euer Snowboard oder eure Ski. Also eine eigentlich ganz geile Idee, ihr könnt euch wirklich frei überlegen, wie ihr von A nach B kommt. Das Problem, was ich hatte, war, dass die Steuerung nicht so richtig genial ist. Also sie ist viel zu hektisch, hakelig und viel zu sensibel. Besonders bei den Challenges, wo es wirklich darauf ankommt, absolut perfekt den Punkt zu treffen, wo ihr lang müsst, und ihr müsst schnell sein, damit ihr die anderen besiegt. Ja, da kann das schon mal passieren, dass ihr auf einmal irgendwo festhängt, weil ihr ein ganz bisschen zu doll am Thumbstick gezogen habt. Ich habe es zwar auf dem PC gespielt, aber mit einem Xbox-Controller, und ich hatte wirklich Probleme, besonders bei den Flugsegmenten, die besten Zeiten rauszuholen, einfach deswegen, weil ich auf einmal zu doll an einem der Sticks gezogen habe und deswegen außerhalb der perfekten Ideallinie war. Was sich für mich auch nicht so ganz richtig erschließt, ist das Punktesystem. Es ist nicht möglich zu erkennen, was muss ich jetzt machen, um die perfekte Punktzahl zu kriegen. Das ist generell kein Problem, wenn man nur auf dem Weg von A nach B ist und besonders schnell sein muss. Aber wenn man anfängt, Tricks zu machen und auf einmal für Stürze mehr Punkte kriegt, als dafür, dass man einen geilen Trick gezogen hat, ist es irgendwie nicht nachvollziehbar. Wie ihr eben gesehen habt, müsst ihr nicht immer von A nach B laufen, sondern über eine sogenannte Mountain View Map, also eine Draufsicht in die Berge, könnt ihr Basecamps freischalten. Es geht auf verschiedene Arten. Erstens im Tutorial kriegt ihr welche und ihr könnt per Fernglas auch einfach mal die Gegend erkunden und Basecamps so finden. Auf jeden Fall ist das dann eine Art Fast-Travel-System. Ihr könnt dann, hey, ich habe mal diese Competition, wollte ich nochmal machen. Ihr geht auf die Mountain View-Karte, klickt auf die entsprechende, auf das entsprechende Basecamp und dann geht's los. Da es sich bei Steep um ein Open-World-Game handelt, seid ihr natürlich nicht daran gebunden, im Basecamp direkt jede Challenge mitzumachen. Ihr könnt auch einfach sagen, hey, jetzt fahre ich hier mal runter, jetzt fliege ich hier mal runter oder stapfe ein bisschen durch die Gegend, wenn ihr Bock habt auf Schneestiefel anziehen und ein bisschen einfach die Gegend zu erkunden. Das könnt ihr alles so machen, wie ihr wollt, und das finde ich sehr, sehr gut, denn nichts ist schlimmer, als wenn man dazu genötigt wird, bestimmte Dinge zu tun, weil das Spiel will, dass ihr das so macht. Wie schon mal kurz angesprochen, sind die Basecamps entweder auf der Karte zu sehen oder ihr könnt sie finden, wie in diesem Fall, indem ihr ein bisschen mit dem Fernglas durch die Gegend guckt. Dann wird das auf der Karte auch eingezeichnet und ihr könnt dann direkt dorthin springen. This is it. There's a whole bunch of lines here that are home to amazing feats from other riders. Wettbewerbe und das sich messen mit anderen sind ein großer Teil von Steep. Und ihr seht ja auch hier schon, dass immer Ghosts
der besten Fahrer mit auf der Strecke sind. Das bedeutet, ihr wisst immer, hey, wie performe ich denn im Gegensatz zu anderen Spielern? Und genau hier kommt der etwas negative Punkt, den ich schon angesprochen habe, natürlich zum Tragen. Die Steuerung ist ganz oft viel zu sensibel. Das geht im Snowboard-Bereich noch, aber wenn es darum geht zu fliegen, das bedeutet einen Wingsuit zu benutzen oder Paragliding zu machen, kann euch das Zeit kosten. Und wenn es euch Zeit kostet, kostet es euch natürlich auch Punkte. Wenn ihr gut performt und wie in diesem Fall eine Goldmedaille gewinnt, bekommt ihr nicht nur Erfahrungspunkte, sondern auch neues Equipment, das ihr nachher dann benutzen könnt. Also Jacken, Hosen, Helme, Brillen, neue Ski, neue Snowboards. Wirklich genau wie in einem MMO. Übrigens, bei den Challenges ist Steep dann doch nicht so nachgiebig. Ihr könnt also nicht einfach sagen, wie ich in diesem Fall, hey, das finde ich ganz cool, ich springe hier mal mit Skiern runter. Dann wird das ganze Bild grau und ihr könnt nicht an der Challenge teilnehmen. Ist klar, in diesem Fall geht es auch darum, mit einem Wingsuit ordentlich zu performen, aber da hört dann auch die Freiheit auf. Natürlich seid ihr meistens zu schnell unterwegs, aber wie ihr seht, ist so ein bisschen die Landschaft doch eintönig. Die Bäume sind nicht besonders detailliert, aber sonst, die Weitsicht ist schon richtig, richtig genial. Und wenn ihr schneller werdet, so wie hier mit einem Wingsuit oder mit einem Paragliding-Schirm, dann wird das auch echt vom Geschwindigkeitsgefühl her lustig. Also fassen wir das Ganze mal zusammen. Ihr bekommt Experience Points, wo ich ehrlich gesagt noch nicht weiß, warum ich die brauche, denn es ist kein MMO und mehr Fähigkeiten erschließen sich für mich nicht. Also ihr bekommt auf jeden Fall Experience Points für das Gewinnen und die Teilnahme an Rennen. Ihr bekommt Achievements, die dann, wenn ihr zum Beispiel wie diese Extreme Rider Geschichte macht, bekommt ihr eine gewisse Anzahl Experience Points. Für mich erschließt sich das einfach nicht. Was ich wiederum sehr gut finde und was sich absolut erschließt, so ein bisschen MMO-mäßig, ist das Individualisieren von meinen Charakteren. Das bedeutet, ich kriege, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, neue Boards etc. Das finde ich ganz cool, so sind alle Leute irgendwie ein bisschen individuell und bei einem Open-World-Game ist das ganz wichtig. Was ich eigentlich auch gut finde, ist der Wettbewerb. Ihr seht ja immer die besten Listen, wer hat besser performt bei einer Challenge und ihr könnt dann sagen, okay, ich probiere es einfach so lange, bis ich hier Nummer 1 in der Welt bin. Grafisch ist die nice, unglaublich schöne Weitsicht, aber die Landschaft ist doch manchmal ein bisschen karg. Mal sehen, ob sich das noch ändert bis zur finalen Version, aber das ist so der einzige Wermutstropfen, den wir haben. Es performt gut, trotz der Weitsicht im Spiel, performt wirklich alles gut. Aber vielleicht sollten sie auch ein bisschen an die Bäume rangehen und die Bäume ein bisschen schöner machen und die Felsen, denn teilweise ist das doch ein bisschen flach. Ich freue mich auf jeden Fall auf das finale Spiel, das jetzt am 2. Dezember für alle Plattformen rauskommt, also für Xbox One, PlayStation 4 und für PC. Und dann gibt es nochmal einen genaueren Blick aufs Spiel. Wie immer gilt, vergesst nicht zu abonnieren. Lasst ein Like da oder einen Kommentar oder auch ein Dislike und einen negativen Kommentar, wenn ihr denkt, hey, er erzählt doch wieder nur Blödsinn. Aber Abo nicht vergessen, um immer zu wissen, was als nächstes bei uns passiert. Und jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne Restwoche und wir sehen uns am Freitag spätestens wieder.